CrossFit Open Workout 20.4. Es ist Freitag, der 1. November und das vierte Workout der CrossFit Open ist draußen. Und in diesem Video gibt es meine ersten Gedanken zum Workout, wie man es am besten angeht und wie man sich dafür am besten vorbereitet. Also das Warm-up. Es ist Freitag früh, ich habe das Workout selbst noch nicht gemacht, sonst könnte ich dieses Video jetzt hier nicht machen und ich kann es persönlich leider auch nicht machen, weil ich mir das Handgelenk irgendwie kaputt gemacht habe und noch nicht ganz klar ist, wann ich wieder richtig Gewicht heben kann. Kommen wir zum Workout. Das Workout besteht aus zwei Teilen insgesamt. Der erste Teil besteht aus Boxjumps und Clean and Jerks, also Ausstoßen, und der zweite Teil besteht aus Pistol Squats und Clean and Jerks mit noch mehr Gewicht. Das Workout im Detail sind 30 Boxjumps, 50 Clean and Jerks mit 65 bzw. 95 Pfund, 30 Boxjumps, 15 Clean and Jerks mit 85, 135 Pfund, 10 Clean and Jerks mit 15, mit 115, 185 Pfund. Dann geht es los mit den Single Leg Pistol Squats, das heißt, dann geht es weiter mit 30 Pistols, 10 Clean and Jerks mit 145 Pfund bzw. 225 Pfund, das sind 100 Kilo, 102 Kilo genau genommen. Dann 30 Pistols und 5 Clean and Jerks mit 275 Pfund und dann nochmal 30 Single Leg Squats mit, gefolgt von 5 Clean and Jerks. Und ich persönlich finde erstmal überraschend, dass es schon wieder so viel Gewicht ist, wie auch schon im Workout davor. Jetzt natürlich Clean and Jerk, was sehr viel schwerer ist. Aber es wundert mich schon, dass wir die nächste Woche jetzt schon wieder so viel Gewicht zu bewegen haben. Und ich glaube, es ist das erste Mal Pistol Squats in den Open. Und ich persönlich freue mich eigentlich super darüber, weil ich mir das gewünscht habe, dass wir Pistols in den Open machen. Aber ich kann leider das Workout nicht selbst machen, dementsprechend hat sich das so ein bisschen relativiert. Ich werde es aber auf jeden Fall nachholen, dann werde ich dazu auch noch ein Video posten, weil ich mich wirklich, wirklich über dieses Workout freue. Insgesamt hat es ein Timecap von 20 Minuten und für die, die das Workout nicht fertig bekommen innerhalb der 20 Minuten, gibt es nach jedem Mal Boxjumps bzw. Pistol Squats einen Tiebreak. Das heißt für den Score, wenn man ihn einträgt, dass man immer noch einen separaten Score, eine separate Zeit einträgt, wenn man den Satz der Boxjumps oder die Pistol Squats beendet hat. Der limitierende Faktor in diesem Workout ist für die meisten am Ende die Zeit und die Clean and Jerks, aber Boxjumps und Pistol Squats stellen sicherlich den einen oder anderen auch vor große Herausforderungen. Für mich persönlich wären die Clean and Jerks am Ende mit dem Gewicht das, wo ich Respekt vor hätte, weil es sehr viel Gewicht ist und dafür relativ viele Wiederholungen, relativ wenig Zeit, aber 90 Boxjumps und 90 Pistol Squats sind wirklich auch sehr, sehr viel. Das, was fürs Warm-up für uns bedeutet, wir müssen uns auf jeden Fall im Warm-up auf unseren Unterkörper konzentrieren und uns darauf konzentrieren, dass wir uns vernünftig fürs olympische Gewichtheben warm machen. Das heißt, ich würde immer anfangen mit Basic Cardio. Ich fange immer an, damit 15, 10 Minuten Cardio zu machen, bestmöglich Rudern, Assault Bike oder sogar Laufen. Laufen ist gerade respektive für die Boxjumps und für die Pistol Squats ganz gut, weil es die Unterkörperkoordination am besten vorbereitet, diese dynamische Sprungbewegung zu haben. Und dann ist das, worauf wir uns am meisten vorbereiten würden, müssen natürlich eine explosive Hüftstreckung, sowohl beim Boxjump, wo wir auf die Box springen, als auch beim Clean and Jerk. Also mein Warm-up wäre zu sagen, zum Beispiel 15 Minuten Cardio, dann würde ich das nötige Mobility-Zeug machen, was du brauchst, untere Rücken, Knie, Schulter, Überkopfposition, je nachdem, was für dich da wichtig ist, musst du individuell für dich entscheiden. Danach Warm-up, ich würde sowas machen wie 3 Runden, 15 Banded Kettlebell Swings, 5 Straight Leg Box Jumps und 30 Sekunden Side Plank Rotations pro Seite oder Side Plank, je nachdem, was dir liegt. Kannst auch jetzt mal gucken bei dem Bulletproof Overhead Squats, die Plank Rows, ja, bei dem in unserem neuen Bulletproof Overhead Press Video, das gestern rausgekommen ist mit Leon, das findest du hier oben. Kannst du mal gucken, ob die Plank Rows sind auch ganz gut, um deinen Core richtig fit zu bekommen für das Workout. Und dann würde ich mich wirklich darauf konzentrieren, mich A, für den Clean and Jerk vernünftig warm zu machen. Da habe ich hier noch kein Video draußen. Dementsprechend kann ich noch auf keins verweisen. Oder und beziehungsweise mich vernünftig für die Boxjumps warm zu machen. Da sind natürlich Straight Leg Boxjumps und generell alle Sprungvarianten sehr, sehr gut. Und dann mich vorzubereiten auf die
Pistol-Squats, also ganz, ganz viel im Bereich Mobilität für die Hamstrings, für den unteren Rücken und gerade für die Knie, dich vorzubereiten. Also guck dir doch hier einfach mal die Bulletproof-Reihe mit Leon an zum Thema Mobility. Hier bei Movie Monkey findest du das. Da findest du auf jeden Fall genug Inspiration, um dich bereit zu machen für die Pistol-Squats, denn ich denke, da wird es dann knackig. Und ich kann versprechen, Pistol-Squats sind immer für eine Überraschung gut. Ich freue mich total, dass sie da sind, aber ich glaube, sie stellen sehr viele vor. Eine große Herausforderung und ich hoffe, wir werden sie jetzt öfter sehen. Wenn wir dann ins Workout gehen, wenn wir zum Workout kommen am Ende, würde ich sagen, bei den Box-Jumps versuchen, so konstant wie möglich durchzuarbeiten, nicht langsam zu werden. Das ist so ein bisschen so wie Burpees, da gibt es keinen Grund, Pause zu machen. Da macht man einfach weiter und zu empfehlen, bei 90 Boxjumps ist vielleicht sogar ein Boxjump hoch und ein Step down, also hochspringen, runtersteigen oder die reaktiven, je nachdem wie gut du und wie regelmäßig du Boxjumps trainierst. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Runtersteigen eine ganz gute Option ist, um nachhaltig einfach konstant arbeiten zu können. Also, wenn du dich fragst, soll ich reaktiv machen oder runtersteigen, vielleicht gehst du die konservative Art und Weise an und sagst, du steigst runter, denn Clean and Jerk Gewicht ist auch nicht so wenig. Wir haben in der ersten Runde 15 Clean and Jerks mit 65 bzw. 95 Pfund. Das sind 29 bzw. 42 Kilo. Da würde ich schon sagen, man kann das Touch and Go machen, allein schon, weil man diese dünnen Zehnerscheiben nicht auf den Boden schmeißen will, unnötig. Also kann man die schon durcharbeiten. Vielleicht bricht man die auf in 8 und 7 oder 3x5. Hauptsache, man kann konstant durcharbeiten, vernünftig eine normale Atmung behalten und kommt nicht außer Atem, kriegt keinen trockenen Mund etc. Das ist ein schlechtes Zeichen. Da sollte man versuchen, vorher nicht so zu schnell zu gehen, sondern einfach versuchen, nachhaltig am Workout zu arbeiten, weil das Ganze ist 20 Minuten lang und 20 Minuten ist am Ende dann hier wieder auch kein Maximalkrafttest, sondern ein Kraftausdauertest, der dazu führt, dass wir am Ende sehr, sehr viel Gewicht bewegen können. Dafür braucht CrossFit einfach diese Zeitspanne. Die zweite Runde, wieder 30 Boxjumps, dann 15 Clean and Jerks mit 85 Pfund bzw. 135. Da würde ich dann auch sagen, es ist ein sehr leichtes Gewicht. Singles würde ich nicht unbedingt machen. Ich würde es schon weiter Touch and Go machen, einfach weil man sonst sehr viel Zeit verliert, damit Singles zu machen bei den vielen Wiederholungen. In der dritten Runde ist man dann bei 10 Clean and Jerks mit 115 Pfund bzw. 185 Pfund. Das sind ungefähr 50 Kilo und ungefähr 80 Kilo. Darauf kann man sich einstellen. Und da ist es dann an der Zeit zu sagen, wie man die aufbricht. Da würde ich dann eher sagen, kleiner aufbrechen als größer. Dann starten wir in die 30 Pistols bzw. gefolgt von 10 Clean and Jerks mit mehr Gewicht, also 145 Pfund, 225 Pfund, das sind ungefähr 100 Kilo und 72 Kilo, genauso wie im 20.3. Und bei den Pistol Squats ist ganz wichtig, man darf den Fuß bzw. das Bein festhalten, man darf aber auch mit keinem anderen Körperteil während des Pistol Squats den Boden berühren und die Pistol Squats müssen alternierend sein. Also, wenn du nicht so gut im Pistol Squats bist, mach dich vernünftig warm, bereite dich darauf vor, üb vielleicht heute nochmal Pistol Squats, bevor du sie morgen im Workout machst, mach aber nicht zu viele. Pistol Squats neigen dazu, dass man davon gut und gerne mal richtig, richtig Muskelkater bekommt. Dann die zweite Runde des zweiten Teils des Workouts sind 30 Pistols und 5 Clean and Jerks mit 175 bzw. 275 Pfund. Die Clean and Jerks werden natürlich dann schon richtig, richtig schwer und da habe ich wenig Tipps. Das macht man dann am besten wahrscheinlich, wenn man nicht super stark ist mit Singles. Wenn du super fit bist und super stark und das ganze Touch and Go machen kannst, dann machst Touch and Go. Ich persönlich würde allerdings sagen, bei 5 Clean and Jerks kann man das gut als Singles machen und dann in der letzten Runde 30 Single Leg Squats und 5 Clean and Jerks mit 205 Pfund bzw. 315 Pfund. Wer bis dahin kommt, der braucht wahrscheinlich diese Tipps von mir hier gar nicht unbedingt, sondern der ist so fit, dass er genau weiß, was er da tut. Dementsprechend 20 Minuten Timecap. Ich würde da reingehen mit der Einstellung zu arbeiten, sich selbst zu überraschen, nachhaltig zu schauen, dass man sich selbst testet, aber sich nicht übernimmt. Gerade mit den vielen Boxjumps, mit den vielen Pistol Squats ist man vor einer Herausforderung, was Unterkörperdynamik angeht. Und natürlich gibt es dann auch noch die Clean and Jerks, die sicherlich eine Herausforderung darstellen, weil das Gewicht am Ende schon sehr, sehr, sehr schwer ist.
Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie dein Plan ist für das Workout, vor welcher Herausforderung du stehst. Und ansonsten wünsche ich jetzt jedem ganz, ganz viel Spaß bei diesem Workout. Mehr Details zur Taktik etc. Herangehensweise kriegt ihr auch noch morgen auf dem My Performance Coaching Podcast zum Thema des Open Workouts. Und ich wünsche jetzt erstmal allen ganz viel Spaß beim Machen des Workouts oder bei anderen dabei anfeuern. Habt Spaß, genießt die Open, wächst über euch hinaus und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in eurem nächsten Training. Bis bald.